Jetzt mach's doch nicht peinlicher, als es ohnehin schon ist. Glaubst du, mir fällt die Fragerei leicht? Also, ich wüsste nicht, was Robert damit zu tun haben sollte. Ihr müsstet euch beide mal sehen. Zwei Unschuldsengel. Als Unschuldsengel war ich schon immer eine Fehlbesetzung. Das wissen Sie. Ich bin jetzt nicht zum Scherzen aufgelegt. Wollen wir hoffen, dass der Brian sich geirrt hat? Sonst hat das Konsequenzen für Sie. Und ich hoffe, das wissen Sie auch. Der lange Arm des Jugendamts. Mann, nimmt die ihre Rolle ernst. Also gut, machen wir so. Fein, dann geht der Brief heute noch raus. Mit dem Fürstenhof als Absender. Diesen feinen Ehemann, den werde ich dir schnellstmöglich vom Hals schaffen. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Keine Sorge. Bin schon mit ganz anderen Kalibern fertig geworden als diesem Stefan Winter. Und du lässt dir jetzt mein Angebot noch mal durch den Kopf gehen. Wenn du bei mir einziehen würdest, dann wärst du nicht so allein und würdest dich auch sicherer fühlen. Aber wenn diese Barbara von Heidenberg wieder bei dir einzieht, bin ich sofort weg. Ja, keine Angst, es wird nicht passieren. Warum bist du eigentlich so sauer? Weil ich meine Tante angelogen habe. Deinetwegen. Hast du eine Ahnung, wie das für mich war? Es war wichtig. Hätte sie die Wahrheit erfahren, käme sie nur in Gewissenskonflikte. Ach, ja. Wir haben sie nicht angelogen, wir haben sie nur geschont. Du redest dir das auch immer alles so zurecht. Sag mal, was suchst du eigentlich? Valentinas Mützchen. Eins sage ich dir, das mache ich nicht noch mal. Was ist mit dir? Eva ist sauer. Aha. Geht's ein bisschen genauer? Sie hat ihre Tante angelogen. Meinetwegen. Und weiß Frau Sonnenbichler das oder vermutet sie es nur? Sie kann es nicht wissen. Also hat sie mich gefragt. Aber du hast es abgestritten. Und Frau Krendlinger auch, dir zuliebe. Es war richtig und wichtig. Und wenn Frau Sonnenbichler rausbekommt, dass ihr sie angelogen habt? Ja, wie denn? Sie lässt nicht locker, wenn sie einen Verdacht hat. Keine Angst, der Toni Senner wird schon nicht reden. Robert, das war wirklich nicht schlau. Ich weiß, aber ich will Valentina zurück. Und da darf ich einfach nicht zimperlich sein. Ich meine, der Brian ist es auch nicht, Mama. Ja. Ist das nicht unglaublich? Da lügt der Robert mir frech ins Gesicht und die Eva genauso. Nee, vielleicht hat er ja wirklich nichts damit zu tun. Ach, das würdest du jetzt nicht sagen, wenn du die Gesichter von den beiden gesehen hättest. Nee, der Robert hat da dran gedreht. Der hat den Senner unter Druck gesetzt. Also toll schaut das wieder aus, Hildegard. Ist das der spanische Schinken? Weißt du, der Toni Senner braucht den Fürstenhof und der kann sich's überhaupt nicht leisten, dem Robert eine Bitte abzuschlagen. Was die Eva da mitmacht? Hildegard? Oh Gott. Hey. Ist gerade noch mal gut gegangen. Du sag mal, meinst nicht? Komm mal her. Meinst nicht, das wäre am einfachsten, wenn dein Auge zudrückst? Oder vielleicht in dem Moment beide? Hey. Hätten die doch vom Jugendamt sich jemand anderen gesucht. Ständig stehe ich dazwischen und sitze zwischen allen Stühlen. Aber nur habe ich das Ding mal am Hals. Und wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Ja, aber kannst nicht so tun, als hättest du noch nie was von dieser Wohnung gehört. Könnte ich. Aber ich lasse mich nicht für dumm verkaufen. Nicht vom Robert und auch nicht von der Eva. Ne, ihre Rückhand hat sich doch enorm verbessert. Jetzt bringen wir noch ein bisschen Abwechslung in ihr Spiel und dann sind sie fit fürs Turnier. Morgen selbe Zeit, selber Ort. Danke. Fürs Motivieren und Mut zu sprechen müssten Sie eigentlich extra bezahlt werden. Ah, Sie meinen die Rückhand. Und meine Scheidung. Mein Vater hat einen Brief an meinen Mann aufgesetzt. Der geht heute noch raus. Dann hoffe ich für Sie, dass alles schnell über die Bühne geht. Mhm. Als ich vor 4 Jahren geheiratet habe, da dachte ich, ach, ich dachte, das ist der Beginn der schönsten Zeit meines Lebens.
Deswegen haben Sie ja auch Ja gesagt. Ist ja nicht so, als wären wir nie glücklich gewesen. Hey, Sie werden doch wohl nicht schwanken. Ach, was zu viel ist zu viel. Apropos, Sie müssen keine Angst haben, dass ich Sie noch mal um Asyl bitte. Ich ziehe erst mal zu meinem Vater. Das ist eine gute Idee. Sie haben ganz schön was mit mir mitgemacht. Ach, vergessen Sie es. Nein, ganz, ganz ernsthaft. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Sie haben sich sehr für mich eingesetzt. Tut's noch weh? Können Sie schon wieder schmerzfrei aus einer Tasse trinken? Wenn ich ganz, ganz tapfer bin. Dann darf ich Sie zu einem Kaffee einladen als kleines Dankeschön. Also, eine Viertelstunde habe ich. Ja, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Wenn das mal kein Nachspiel hat. Hildegard hat uns doch kein Wort geglaubt. Immer wenn es schwierig wird, fängt Robert an zu tricksen. Und ich häng mit drin. Aber ich konnte ihn bei Hildegard auch nicht ins offene Messer laufen lassen. Robert ist definitiv ein besserer Vater als Alain Brion. Dass Valentina für immer bei diesem Franzosen bleibt, das kann ich nicht verantworten. Robert und Valentina gehören zusammen. Und ich werde tun, was ich kann, damit er möglichst schnell das Sorgerecht zurückbekommt. Es tut mir wirklich leid. Ich bin sicher, er hätte sehr gerne mit Ihnen Golf gespielt. Ja, er ist mit seinem Bruder in Paris, ist aber nächste Woche wieder im Haus. Ja, das richte ich ihm gerne aus, Herr Hamann. Ja, vielen Dank. Und einen lieben Gruß an Ihre Frau, ja? Wiederhören. Ach, die Post. Ist da was von Samir und Gregor dabei? Ich hab's nicht so genau angeschaut. Oh, der ist für die von Heidenberg. Entschuldige. Hätte mir nie träumen lassen, dass die hier noch meine Adresse hat. Ja, vor dem Prozess gegen Sie, da haben wir gedacht, es wäre jetzt endlich alles vorbei und wir müssten Sie nie mehr wiedersehen. Da haben wir uns wohl alle gründlich getäuscht. Es nimmt einfach kein Ende. Wenn nur Robert endlich zur Ruhe käme. Also was an Robert angeht, da sollte ich dir vielleicht was sagen. Wegen der Wohnung vom Toni Senner. Und dass dieser Franzose sie jetzt ganz plötzlich doch nicht bekommen hat. Ach, und du möchtest wissen, ob Robert da seine Finger im Spiel hat? Ich möchte gar nichts wissen, aber die Hildegard wird es überprüfen. Robert hat sie schon befragt? Ja, und er hat behauptet, er hätte nichts damit zu tun, aber das glaubt ihm die Hildegard natürlich nicht. Die Hildegard lässt sich nun einmal nicht gern anlügen. Und du weißt, sie kann sehr hartnäckig sein, wenn sie irgendwas rauskriegen will. Also sollte sich rausstellen, dass der Robert gelogen hat, dann würde das Folgen für ihn haben. Ich weiß, Alfons, ich weiß. Ja, ich hab nur gedacht, es ist besser, wenn ich's dir sag. Danke. Hey, Kleine, beeil dich mal ein bisschen mit dem Wachsen, hä? Dann bring ich dir das Reiten bei und du kannst mir dafür beim Stall ausmisten helfen. Hörst du? Nimm dich bloß vor Jakob in Acht. Erst macht er dir ein ganz tolles Angebot und dann verlangt er was dafür. Glaub ihr kein Wort. Stall ausmisten. Nein, Valentina wird mal was Besseres. Kinder, die was Besseres werden sollen, haben meistens überhaupt keinen Bock darauf. Hört, hört. Ach, Jakob. Mir wird's schon reichen, wenn ich hier im Fürstenhof eine reiche Lady an Land ziehen würde. Die suchen leider meistens auch einen reichen Kerl. Ja, was ist mit meinem Charme, mit meinem guten Aussehen? Träum weiter. Ja, und du könntest Alain Brion heiraten und Valentina wird adoptiert. Hm? Was hältst du davon? Passt doch prima, Kleine. Du bist stinkereich, brauchst eine Mama. Da hätten alle was davon. Also, nichts hier ran an deinen französischen Chef. Sag mal, meinst du, ich hätte Robert Bescheid sagen sollen, dass dieser Brion Kontakt mit Frau von Heidenberg hat? Du bist seine Angestellte, Eva, vergiss das nicht. Wenn du nicht loyal bist, dann feuert Brion dich. Und dann? Tja, und wer soll sich dann um Valentina kümmern? Die liebende Omi Barbara von Heidenberg?
Dann hättest du Robert Seifert wirklich einen Riesengefallen getan.